Gibt es eigentlich noch andere Tiere, die schnurren? Also außer Katzen und vielleicht Raubkatzen. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich freue mich, dass du wieder da bist bei Slime Rancher jetzt am Wochenende. Oh, du bist zu groß, dich kann ich nicht mitnehmen. Ich habe mich hier schon bewegt, dahin, wo es nachher die Honigslimes gibt. Die fehlen nämlich noch. Ich hatte ja neu aufgeräumt. Den Plot brauche ich eigentlich nicht. Ich nehme nur hier die Phosphor- und Knalldinger auch mit. Ich denke, die kann ich auch brauchen. Dich nicht, du Schatz. Und dann müsste ich eigentlich alle haben. Ich muss dann nochmal durchgucken zu Hause, aber ich glaube schon. Jedenfalls fehlen mir noch Honigslimes und die hole ich jetzt. Guck mal, jetzt hörst du im Hintergrund, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. So, komm her, du. Phosphor-Slimes kann man nie genug haben. Und dann kannst du nämlich auch endlich ans Züchten gehen. Vielleicht finde ich hier auch nicht, hier hatte ich ja auch schon Jägerslime gefunden. Das war ja hier, ne? Vielleicht finde ich auch noch einen. Davon habe ich ja auch nur zwei Stück. Das ist jetzt nicht so rasend viel. Guck mal, was ist denn das hier hinten? Ach, hier geht es noch gar nicht weiter. Okay, ich habe doch gedacht, da leuchtet doch was. Da kann man doch mal gucken. Ich hoffe, du bist gut ins Wochenende gekommen und ich hoffe, du hattest eine total tolle Woche. Hier war das die Woche über immer noch so kalt. Es liegt immer noch Schnee bei mir, es ist alles vereist und... Kistenalarm, das brauche ich alles nicht. Das Geld halt, ne? Aber es ist immer noch wirklich, es ist immer noch sehr ungemütlich hier, muss ich leider sagen. Das ist nicht so toll. Hier hatte ich den Jägerslime. Jetzt halte ich meine Augen besonders gut auf. Wohl nachts ist das bestimmt noch schwerer, den zu entdecken. Ich sehe auch nichts. Obwohl ich wette, hier wird hier wieder einer rumlaufen, ne? Also. Da habe ich echt Glück gehabt, dass ich den gefunden habe, glaube ich. Ich glaube, das ist ganz schön schwer mit den Jägerslimes. Oh, guck mal, wie süß. So. Ich weiß natürlich nicht mehr genau, wo es hier zu den Honigslimes ging. Das hast du dir aber vermutlich ja schon gedacht. Ich renn mal durch. Das hast du dir vermutlich ja schon gedacht, ne? Weil du kennst ja mein Gedächtnis. Aber ich glaube, hier bin ich richtig. Guck mal. Da ist einer. Sehr schön. Und da will ich jetzt natürlich ein paar. Also nicht nur irgendwie so drei oder so, sondern schon ein paar mehr. So, ich verschaffe mir mal einen Überblick hier. Na, hier ist jetzt nicht so viel los hier. Was ist mit den Honigslimes? Die wollen nicht. Drei Stück reicht natürlich nicht so ganz, ne? Das ist ein bisschen wenig, glaube ich. Ach Gott, das ist echt... Schaut, die schauen einfach echt so cool aus. So, mal schauen. Ist hier denn noch was Honigriches? Ich geh mal oben rum, wa? Einfach, weil ich's kann. Hühner, Hühner über Hühner. Jetzt hier hinten mal gucken. Oh, der hat so gegurrt, gell? Oh, ich mag das total, wenn Katzen so schnurren. Das ist total toll. Wenn die irgendwie so bei dir auf dem Bauch liegen oder so und dann so vor sich hin schnurren. Oh, balla. Schade, dass Hunde nicht schnurren eigentlich. Gibt es eigentlich noch andere Tiere, die schnurren? Also außer Katzen und vielleicht Raubkatzen oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Löwen schnurren. Das weiß ich gar nicht. Ich meine aber Tiere, die keine Katzen sind. Also, ja, du verstehst schon, was ich meine. Mehr du Knall... Du Knalli. Du Knallerbse. Ach, da ist schon wieder so ein Böser aufgetaucht. Aber das wird schon hell. Das heißt, an Phosphor-Slimes werde ich jetzt wohl nicht mehr viel finden. Denke ich. So, mal gucken, ob ich hier... Ich brauche Honig-Slimes noch. Da
da kommen nur Hühner raus. Guck mal, ich könnte doch hier Hühner noch mitnehmen, oder? Da mache ich halt doch wieder eine Hühner-Dings. Wenn ich ja hier eh schon stehe, guck mal, dann sammle ich die gleich ein. Die Gestrüpphühner. Ach so, nee, ach so, doch. Ich wollte gerade sagen, dann passt das nicht mehr. Aber das passt alles. Nur Küken kann ich nicht mehr mitnehmen. Aber das ist nicht so schlimm. Da ist noch ein Gestrüpphuhn. Komm her. Du gestrüpptes Huhn. Davon habe ich eh keine zu Hause. Ich habe nur normale. Der hat jetzt den Plort gegessen. Deswegen ist der Dings geworden. Das ist ein normales Hühnchen. Ha. Da explodiert was ganz fleißig. Guck mal, ging es da hinten weiter? Ich schau mal. Hier muss es ja mehr Honigslimes geben. Das wird ja nicht das einzige Eckchen sein, denke ich mal. Du bist... Ach, du bist ein alter Gockel. Ich habe gedacht, du bist irgendein besonderer Gockel. Ein Gockel-Gigock. Aber nein, bist du gar nicht so. Da oben geht's doch weiter. Schau, dann gehe ich da mal gucken, oder? Ach so, nee, da war ich ja gerade. Geht's hier irgendwo weiter? Hallo? Nee. Vielleicht oben rum. Hoch hinaus. Noch höher, 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 höher. Ich kann nicht höher fliegen. Ich habe leider keine Kraft mehr, noch höher zu fliegen. Ich bin ganz kraftlos heute. Oh, manche Tage ist man aber wirklich kraftlos, ne? Nee, da muss ich bestimmt rum, oder? Ja, da werde ich rum müssen. Okay. Manche Tage ist man aber auch, da oben ging es auf alle Fälle lang. Ist man aber auch kraftlos. Upsala. Eine Kiste, eine Kiste. Oh, 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 oh. Komm her, du. Na, das geht ja... Wie soll ich die denn aus dem Wasser holen? Na, das ist ja wieder toll. Kann ich hier hochschwimmen, bitte? Hallo? Ich will hier nicht auf dem Boden laufen. So. Ich wollte ja eigentlich ganz hoch hinaus. Also ich wollte ja eigentlich da oben hin. Es explodiert gleich was. Ups. Komme ich da von hier vielleicht und dann hochgehüpft war? Ich schaue jetzt erstmal nochmal hier. Und dann gucke ich. Ich könnte ja auch andere Richtung eigentlich weitergehen. Ich gucke einfach mal. Ich gucke jetzt erstmal hier noch. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Komm her. Komm. Huhuhu. Erwischt. Sonst ist keiner da, ne? Ich sehe nichts. Nee. Nichts zu sehen. Da muss ich mich jetzt hier wieder durchwuseln, wo die auftauchen, die gemeinen Pinken. Aber jetzt sind die gar nicht aufgetaucht, bestimmt weil Tag ist. Und dann geht's weiter. Das Gebiet hier gefällt mir eigentlich auch toll, weil das so ist so ein bisschen wie Dschungel oder so, ne? Finde ich. Also es ist echt ganz cool. Ne, du bist ein Tapsi. Ein Tapsi-Mizi. Mizi-Tapsi. Hoch mit dir. Upsala. Was sagt mir der Überblick? Der Überblick sagt mir, genug zu essen habt ihr hier alle. Die passenden Hühner gibt's nicht und ich sehe keinen Honig. Aber ich kann auf den Baum, wie cool. Und auf den nächsten Baum. Wie süß. Okay, aber ich sehe hier immer, da ist ein Hahn. Aber ich habe ja... Ach so, naja, ich habe meine Hühnerzucht ja aufgegeben, ne? Komme ich hier bis rüber? Komme ich rüber? Ah, ja, geschafft. Und hier stand der große Honig, glaube ich, oder? Ach so, da komme ich so nicht hoch. Aber ich suche ja kleine Honigliche zum Mitnehmen. Ach, und jetzt bin ich wieder am Start. Guck mal, jetzt ich bin praktisch einmal im Kreis gelaufen. Ja, das kenne ich ja schon. In der nächsten Folge, also morgen, wollte ich nämlich eigentlich das Züchten anfangen. Aber 3 Honigslimes ist jetzt irgendwie echt ein bisschen wenig, ey. Muss ich ja zugeben. Da lohnt sich ja fast nicht mal ein Gehege für einzuschmoddern. So, mal hier gucken. Was ist hier denn? Hier war ich hier schon mal? Ja, bestimmt, oder?
Hallo? Gibt's hier Honig-Slimes? Ich würde mal... Guck mal, das ist so eine richtige, so eine Konstruktion, so zum Hochspringen. Das ist ja cool. Okay, ich gehe jetzt hier mal einfach lang. Und mal gucken, wo ich hinlande. Irgendwo werde ich ja ankommen, vermutlich. Ja, ich sehe hier Knall. Die nehme ich noch mit hier, die Knallplots. Komm her, du. Komm her, du Knall. Knallplotti. Noch mehr Knallplots, komm her. Der hat dahin geplottet. Und noch einer. Explodier mal nicht, wenn ich hier stehe. Das könnte mir auch wehtun. Etwas mehr Höflichkeit, bitte. Oh Gott, ja, Knallplots kriege ich jetzt hier aber viele. Das ist ja schon mal schön, oder? Das ist ja auch gut. Also, die brauche ich ja auch noch ein paar. Deswegen, also das passt schon natürlich. Ob man irgendwann so auf die Inseln und so noch kommen kann, das wäre halt mega cool. Das würde mir gefallen. Ich glaube, da drüben war ich noch nie. Soll ich es mal riskieren? Komm her, ich riskiere das mal. Achtung. Ha, ich hab's geschafft. Ganz leicht sogar. So, und hier muss es Honig... Honigplots geben. Honig. Ein Jäger! Ein Jäger! Oh, come on! Da! Ha, ich hab ihn eingefangen! Da lasse ich doch auch gern die Hühner für stehen. Der war nämlich gerade sichtbar. So, jetzt brauche ich nur... immer noch... Hoppala. Guck mal. Ich mache erstmal die Gemeinen hier weg. Sonst kann ich hier nicht in Ruhe... Hoppala. ...nach Honigslimes suchen. Geh da weg, du Gemeiner. Du Gemeiner einer. Na, das hat sich doch gelohnt, hierher zu kommen. Neuer Jägerslime. Juhu. Also, ich meine, ich habe immer noch nur wenig, aber das ist ja nicht so schlimm. Hier ist wieder nichts Honigriches, oder? Ich glaube, das ist echt etwas wenig, was ich jetzt hier gesammelt habe. Das ist so ein normaler Plot. Ja, und hier bin ich wieder am Anfang. Na, schade, Mann. Ach, Mann. Ich möchte doch nur Honigplorts und Honigslimes. Ich mag Honig. Honig ist mir aber... Ich habe Joghurt gehabt jetzt. Gestern Abend habe ich den gegessen, ne? Ich mag so griechischen Joghurt ganz gerne eigentlich. Und das war so griechischer Joghurt mit Honig halt. So. Und der war so süß, weil da war irgendwie viel zu viel Honig drin. Also das war dann auch irgendwie nicht so toll. Fand ich jetzt dann nicht so super, muss ich zugeben. Der war mir zu süß. Ich habe dann die Höhe... Oh, du musstest das so umrühren, ne? Und ich habe das dann nicht gegessen, weil mir es zu süß gewesen ist. Ja gut, diese Folge ist auf alle Fälle vorbei. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg und ich gehe jetzt auch nochmal hier lang. Vielleicht entdecke ich ja nochmal was total Cooles. Und sehe dich dann einfach morgen wieder in der Hoffnung, ich finde jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Honigslime. Und dann geht's morgen ans fröhliche Züchten. Vorschläge habt ihr ja ganz, ganz viele gemacht, was ich züchten könnte und sollte. Und damit fange ich dann einfach in der morgigen Folge an. Ich freue mich drauf und sag bis morgen. Ciao, ciao, deine Damakasch.